Ja, meine Lieben, viele fragen mich, wie es hier mit Nudeln und so weiter ausschaut, weil es in Deutschland irgendwie Mangel geben soll. Aber ich soll euch ausrichten, wie es hier ausschaut. Und wir haben hier genug Nudeln, ob Spaghetti oder wie heißen die. Und die Preise sind sehr günstig wie immer. Und wir haben hier auch andere Nudeln. Die sind etwas teurer, also was heißt teurer, 35 Cent. Und hier Kichererbsen, Bohnen, Linsen, Reis und Preise sind da oben. Dann Mehl, haben wir hier genug. Mehl, auch in großen Packungen. Keine Ahnung, was ihr da für Probleme habt in Deutschland. Das ist aber gewollt, das wissen wir. Dann Öl, haben wir hier alle Ölsorten. Hier, ob es Olivenöl ist oder Sonnenblumen. Preise, schaut mal, sehr günstig. Na, okay, das ist jetzt größere Packung, kostet mehr. Dann haben wir Eier. Also wir haben hier eigentlich alles. Alles voll. Wer was anderes behauptet, der lügt. Auch fleischtechnisch haben wir alles. Ach ja, freut euch auf das Video in ein paar Tagen oder ein paar Wochen mit Lars und mir. Da möchte ich Pro und Contra Fleischkonsum machen. Sesam kostet nicht mal 50 Cent. Also wirklich sehr preiswert alles. Und wir haben auch frische Milch, das ist die Tetra Pak Milch. Gemüseabteilung ist da vorne, das ist jetzt nur die kleine gekühlte Gemüseabteilung. Also, wir haben hier alles, dann haben wir hier auch noch Dingöl, Maisöl. Ach, ich lieb's einfach hier, Hier ist noch logisch alles. Hier ist noch alles logisch und wird keiner verarscht. Glaubt mir eh kann, aber ist mir auch eh wurscht. So, soviel von mir, liebe Grüße, bis zum nächsten Video.